Guten Morgen an einem regnerischen Dienstagmorgen. Ja, der Computer ist da, er läuft immer noch, tatsächlich. Also scheint sich das Problem behoben zu haben. Auch wenn man nicht ganz genau 100% sagen kann, was es war. Ja, egal, wie auch immer, ich mache einfach weiter mit der Fahrradgeschichte hier. Sag mal vorne in die Kamera, guten Morgen, der Stream läuft bereits. Und dann schauen wir mal, was der Tag heute so bringt. Wir lassen uns ja immer überraschen. Oh, jetzt habe ich hier also dieses Licht hier, dieses Spanninger-Licht, Rücklicht auseinandergenommen. Ja, und dahinter den ganzen alten Kondensator rausgenommen. Also den alten Kondensator ist gut, die Lampe ist ja erst ein paar Monate alt. Halbes Jahr vielleicht. Oder ähnlich. Ja. Und hier ist alles weggefault innen drin. Der Kondensator, jetzt habe ich ihn schon weggeschmissen. Habe ich hier schon in den Müll gehauen. Der ist auseinandergebröselt. Ja, also für das standlichtverantwortliche Modul sozusagen hier diese Teil. Das ist einfach weggefallen, rausgefallen. Jetzt funktioniert die ganze Lampe nicht mehr. Das ist natürlich total ärgerlich. Aber da kann man mal sehen, was für Schrott wieder produziert wird. Also es gibt ja kaum irgendein Teil, glaube ich, was wirklich schön noch gut produziert ist. Ja, aber das ist echt ärgerlich. Also wie kann denn das hier alles rausfallen, ja? Meine Kopfsteinpflaster in Berlin haben wir, klar, wackelt immer, ist alles in Bewegung. Und dann zerbrechen die Dinger da drin, die Lampen, es fängt an zu klappern. Jetzt funktioniert die ganze Lampe nicht mehr, jetzt muss ich ihm eine neue Lampe anbauen. Das ist natürlich schon doof. Das wollte er nicht. Na, mal gucken, ob ich sie rettet bekomme. Neuigkeiten? Berlin hat die Schnauze voll. Berlin hat die Schnauze voll von was? Von den ganzen Ämtern alle. Schreiben sie doch hier. Ach so. Also ist nichts Aufregendes passiert in der Welt. Oh. So dass sie sich über die Ämter beschweren können, dann ist nichts Aufregendes passiert. Ja. Also die Ämter, naja, ich will sie nicht erklären. Ich bin da drin anders. Ja. Da soll er dich beruhigen oder was? Kann er doch nicht. Batterie alle. Ja, aber der sagt mir, ihr hättet nicht mehr lange, sagt er. Die hätte ich mir lange. Ich muss sowieso erstmal. Da hat er mir ein Protokoll mitgegeben für mein Haushalt, da muss ich immer Donnerstag übermorgen hingehen. Mann. Ja, der macht einen Batteriescheck. Ach jo, der macht doch nicht, der liest sich das Ding durch und dann muss ich Krippe einfach machen lassen. Ja, wieder eine abgebrochene Lampe. Ach? Ich sage, ich habe wieder eine abgebrochene Lampe. Ach so. Die Grippeimpfung. Ja. Wintergrippe. Ja. Ist jetzt schon wieder so weit. Ja, ja. Ach so? Ich hab mal schon ewig nicht mehr impfen lassen. Bei mir schlägt alles, was jetzt impft wird, richtig gut an. So richtig gut. So richtig gut. Was für Ding? Der sucht die 100. 10 Stück. Ja. Der eine frisst Sauer, der andere sucht das Wasser. Ja, so ist das. Da gibt es auf alle Fälle eine gute Lampe für den Anwalt. Jetzt. Wieder mal. Aber abbrechen tun sie ja auch. Kriegt er hier seine neue Lampe jetzt, Wolfgang. Und kostet die? 75 Euro. Will er haben, ja? Na, schon zum dritten Mal. Muss man ja auch mal dazu sagen. Also wie gesagt, die kauft er sich zum dritten Mal, weil er immer wieder Unfälle hat mit den. Also nicht mit den Lampen, sondern mit dem Fahrrad. Ja, der ist ja so ein Raudi wahrscheinlich. Nee. Der fällt da um, dann bricht die Lampe ab. Jetzt kommt mein Freund. Der Freund kommt, wer ist denn das? Ja. Naja, ja. Ja, ich weiß schon. Oh. Ja, bist du mein Freund? Ja, mein Bester. Ihr seid ja schon Freunde? Ja, ja. Ich gehört gerade. Ja, ja. Ja, Mensch, man muss ja immer ein bisschen lustig sein. Ja, ja, ja. Lustig sein ist immer gut. Ja. Müsste ich sein. Voll Sonnenschein. Ja, so ist es.
Ali, was gibt's heute? Verschneit. Immer diese Frage, wa? Aber was ist das? Hatten Sie bei Ali nichts gestern? Ja, nicht. Keine Ahnung. Ich stand bei jede Menge Kisten rum, aber. Warst du nicht da? Ja, kurz. Meintest du nichts denn? Also ich war am Nachmittag, war ich mal ganz kurz da, bin ich aber nur vorbeigefahren, hab von draußen zwei so eine Handübungsgeräte da mitgenommen. Wie sagt man, Handtrainer? Aber nicht weiter. Mit Standlicht! Etikett vor Gebrauch entfernen. Okay. Teste mal erst. So, noch ein kleiner Tipp zum Thema Bremsbelag. Wenn der so ein wenig abgebremst ist, so wie hier, er ist noch gut, aber er ist leicht abgebremst, dann bekommt er so einen kleinen Kragen und verhakt sich hier so ein bisschen unter der Felge. Ne? Diesen Kragen kann man einfach abschneiden. Sollte man dann auch tun. Ja, mache ich jetzt mal. Ich hätte jetzt weiterlaufen lassen können hier. Jetzt kann ich ja wieder ganz normal schneiden. Also ich schraube ab. Hier ist so ein Kragen, ne? Und den Kragen, den schneiden wir weg. Nehme ich ein Messer. Wo ist es? Man hat ja immer ein Messer dabei. Und wenn es auch nur ein Opinel ist, und auch das kleinste. Warum mache ich das? Warum schneide ich das ab und tausche das nicht? Weil der Kollege das erstmal nicht getauscht haben wollte. Aber meinte, es gibt ein kleines Schleifgeräusch. Deswegen mache ich das. Normalerweise würde ich es einfach tauschen. Dann wäre gut. So. So macht man das. Dann geht noch mal mit Schleifmittel drüber. Ist auch schon eine Weile dran. Das, was der gute Mann nicht bedenkt, ist natürlich, man hat einen normalen Verschleiß auf so was. Das ist doch klar, dass ich das abnutze. Das muss irgendwann mal getauscht werden. Ich werde ihm nachher sagen, und wenn er tauscht, dann ist alles okay. Wenn nicht, naja, bleibt jetzt halt so. Damit kann er noch ungefähr einen Monat fahren, zwei Monate und das warte. Das Licht ist definitiv kaputt, nicht zu retten. Wir haben jetzt gegen ein ganz normales, ganz banales getauscht. Das wird ihm nicht gefallen, designtechnisch. Ja, und dann muss er halt nochmal so eine Grotte hier holen, ohne Standlicht vielleicht. Ja, mit weniger Fehlerpotenzial. Ja, und hier, das ist neu angeschlossen. Ist dran. Schrumpfschlauch ist hier drüber, überall über das ganze Kabel. Ja. Ist verlegt, funktioniert. Das war meine Aufgabe. Das war's. Bis jetzt. So, und weiter jetzt mit dem Mitra-Check. Also wirklich. Ja, weniger muss ich die ganze Vogelkacke von den Rädern runterholen, weil die Vögel sich da mal einnisten. Die sehen das als unnatürliche Hecke sozusagen. Also die nutzen das als eine unnatürliche Hecke. Aber die sehen das als Hecke und hocken da drin und scheißen die ganzen Räder zu. Ja, dann will ich dann Vogelkacke wischen und bremsen, 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 bremsen. Immer wieder sind es die Bremsen, die noch zu machen sind auf alle Fälle. Und das mache ich gleich. Bis zum nächsten Auftrag. Ich habe mir einen Kaffee geholt. Mein erster Kaffee heute. Schon der weggeschlungen. Marlies hat mal kurz ein Pausenbild gemalt.
Baumstumpf und eine Krähe oder sowas. Mann, die kann malen, ey. Mal so nebenbei beim Telefonieren. Ich habe geklappt. Ja. Eine Beschwerde gab's. Auf alle Fälle. Dass ich habe ja einen platten Reifen, mache ich ja mehrere am Tag. Ja. Platten Reifen repariert. Und dann ist sie gefahren und dann war der gleich wieder platt. Hm. Tja. Ob ich denn überhaupt den Schlauch gewechselt habe? Ja, gute Frau, ich habe den Schlauch natürlich gewechselt und sehr gewissenhaft auch geprüft, ob sich etwas im Mantel befindet. Es ist nun mal so. Manchmal kann das passieren, aber ich habe auch gesagt, sie darf gerne vorbeikommen. Natürlich, und dann gucke ich mir das nochmal an und wenn es ein Fehler von mir war, naja, dann wird das natürlich nochmal gemacht, ist ja kein Problem. Auch ich mache Fehler. Das ist das, was ich damit sagen will. Auch mir passieren Fehler, ob ich das 100, 200, 300 oder tausende Male schon gemacht habe. Das ist völlig unerheblich. Menschen machen Fehler. Ja. Sowas kann passieren. Aber wie gesagt, vielleicht war es ja noch nicht mal ein Fehler. Vielleicht war alles gut und sie ist wieder über das nächste Glas gefahren in Berlin. Wir liegen ja voll, Berlin liegt voll mit Glas und Schrott und Müll auf der Straße. Schauen wir mal. Achso, und überhaupt wäre ich auch viel zu teuer mit allem. So ungemein. Denn abschließend. Nun weiß ich nicht, warum sie das gesagt hat. Ist ja totaler Schwachsinn. Hat ja vorher gewusst, was es kostet. Darauf trinke ich erstmal einen Kaffee. Selber machen kostet immer weniger. Das ist Fakt. Also, und einen Sattel haben sie mir geklaut. Also hier geht es richtig schlapp und schlapp. Ja, ich mache ja den ganzen Mieträder draußen fit und so. Und dann komme ich jetzt raus, will das nächste mit drin holen. Und was ist? Den Sattel haben sie mir geklaut. Also die ganze Zeit passiert nichts, ja. Und dann, jetzt, wo ich die Rinnräume, da klauen sie mir den Sattel weg. Also wirklich sowas Bescheuertes. Ihr könnt mich ärgern. Und ich glaube, ich habe den so ja noch gesehen. Da stand nämlich hier an der Türwache. Hat kurz geguckt, was ich mache in der Zeit. Also total bescheuert. Ich habe nicht reagiert. Dachte mir so, hä, warum steht denn der da? Aber ich habe mir sowas schon gedacht. Kommst raus, ist das Ding weg. Ja. Na, das sind so meine Probleme, die ich habe. Aber nur die von heute. Oh. Mach ich weiter. Jetzt checke ich das Mikro durch, werde einen neuen Sattel anbauen und dann. Gucken wir mal dazu. Was ist denn noch so passiert? Ich bin auch so furchtbar müde. Ja, das Wetter, das ist nicht unbedingt förderlich für Aktivität. Deutsche Post. Bis später. Wieder mal Bremsbelag. Noch nie auf den Bremsbelag geachtet und heute macht es Schleifgeräusche. So ist das halt. 70 Minuten. Wechseln wir, dann ist es wieder okay. Dann einfach so. Naja, die sind halt runter. Dem wird immer nicht so viel Beachtung beigemessen. Ist aber wichtig. Kommen die guten Ruf von Kohlzopf. Der hält das ewig. Der Licht vorne funktioniert, auf alle Fälle. Ja, das ist natürlich schön. So, ne, funktioniert. Wunderprächtig. Und das sieht ja sehr staubig aus. Funktioniert gerade nicht. Da passiert nichts. Oh, Mann, Mann. Mann, Mann, Mann. Hallo. Robert. Ja, ich bin. Bist du immer noch unterwegs oder schon wieder? Ich fahre am Ende der Woche. Ich brauche Sattelstütze 26.
Hallo? 26? Ja, 26,2 oder sowas. 27. 27,2 habe ich. Ja, zeig mir gleich. Was kostet? 50. Kann ich bis morgen, wenn passt, dann ich gebe dir morgen Geld. Aber ich zerkratzen oder? Nee, ich kratze nicht. Ich habe sehr gute Ideen. Wenn mir eine kratzt, aber ich denke fast. 27. So, ich habe gemessen, dass aber normalerweise wie im Augeberg, aber normalerweise ich habe da eine Fahrrad ein bisschen gefunden, aber es ist etwas, ich habe alte Teile und dann versuche was weiß so zu machen. Bis jetzt. Okay. Wenn nicht, dann. Also wenn ich komme aus Polen, dann ich kaufe eine gute Fahrrad. Ich kaufe die beste, welche du hast. Moin. I have a question. Ja. Question. How can I find out the size of this frame? Fifty-six from the middle here to the end here. Where's the letter? Okay. Looks like 56. 56. Das Licht funktioniert nicht. Und wie viel? 2000 willst du für den Fahrrad minder? Ja, ich glaube, es waren 2000. Okay. Also 2000 sind auf alle Fälle. Kriegst du. Bringe jetzt Geld dann. Na ja, ja, ich muss wirklich. Das ist idiotisch alles, was ich mache. Hier ist ein Geld an Polen bei mir. Das ist alles eine Lust, psychisch. Ich komme morgen Nachmittag zum dir und bezahle du 10 Ding. Okay. 15 Euro, aber ich habe nicht jetzt. Mann, mir ist so schlecht. Jo. Aber was hast du? Wieso ist es schlecht? Na, den Kreuz, weißt du, mit der Laufer. Du rennst ja und läufst hier rum die ganze Zeit. Naja, ein bisschen Bewegung ist ja nicht. Na, Bewegung, ich muss bewegen, weißt du, das sind auch. Ich habe früher nur Fahrrad und Sätze, weißt du, und kam gelaufen. Und jetzt? Einmal, ich muss laufen. Das kommt die Scheiße. Oh, John Lennon hat ein Foto. Na gut, okay. Also danke. Ich bin morgen um circa nach 15 Uhr. Okay. Komme und dann gebe dir Geld. Kein Problem. Danke. Bitte. 100% ich gebe dir Geld. Ah, ist okay. Kein Problem. Egal, passt oder nicht, das kriegt. Muss halt nicht bezahlen. Das ist eh da. Der geht bestimmt total schnell, hat er gesagt. Und jetzt läuft's vorne. Jetzt läuft's hinten. Das hat er von mir gebraucht. Viertelstunde. Locker. 20 Minuten. Nur an der hinteren Lampe. Ja, und? Was hat sein verzücktes Auge gesehen? Wir brauchen eine Schweißen. Nicht nur eine, sondern zwei. Und alle anderen sind locker. Und Zinkspeichen. Und der Bremsbelag. Ach ey, hört auf. Das sind alle Räder.
Mensch, Speichen alle gebrochen. Was soll ich jetzt machen? Nur Licht und eine Schutzblechstrebe. Strebe habe ich ersetzt. Licht habe ich gemacht. Strebe habe ich hier. So eine Herkules-Strebe habe ich nicht, so eine doppelte. Die habe ich nicht mehr. Habe ich hier eine. Einfach ein Loch gebohrt. Darin. Ja. Und festgeschraubt. Aber die Speichen und alles. Kostet richtig Patte. Laufrad. Wenn die Fette hier. Was ist das denn? Wie kann man denn so damit fahren? TV-Taste. Die Dan-Taste heute, ich bin so müde, es ist unglaublich, das Wetter. Er drückt so, meine Tochter hat auch gemeint heute Morgen, wenn ich nach Hause komme, bin ich gleich ins Bett. Jetzt ist er auf und wach und will nicht mehr ins Bett. So ist das. Soll ich jetzt echt noch ein Rad noch checken? Ich check noch ein Rad. Ich check mein Rad. Ein Rad. Check. Denn ist es hier noch mehr nicht. Noch ein Rad. Letzte Rad. Gut. Das war's. Gecheckt ist es. Das war das letzte für heute, was ich gecheckt habe. Jetzt habe ich die Schnauze voll bei den Mitgliedern. Mein Bauch tut so weh. Ich weiß ja nicht, was da los ist. Ich glaube, das Essen war nicht gut vorhin. War zu schnell, zu viel. Ja, aber so ist das manchmal. Schnell Rind fressen und dann wieder rausrennen und drin rennen. Das ist nicht gut. Ich mache jetzt hier Feierabend mit der Kamera zumindest. Mein Feierabend. Zuerst um 19 Uhr für die 8. Dann kann ich es noch schneiden, hochladen und so. Bis morgen, wir sehen uns. Bis dann. Ciao.